dem Traumwetter geht es nun auf zum Gartenrundgang im November. Schauen wir mal, was noch alles in den Beeten ist. Kommt mit! Ja, wie ihr sehen könnt, die Tomaten sind nun endgültig aus dem Beet ausgezogen. Aber es gibt hier noch einen Kohlrabi, Petersilie und ein bisschen Zwiebeln. Aber es sind hier auch die Samen von Spinat, Radieschen und Salat. Sollte alles jetzt noch kommen, wenn es so schön bleibt. In meinem ersten Hochbeet gibt es noch ein bisschen Basilikum und Schnittsellerie, aber die Paradeiser sind jetzt endgültig ausgezogen, aber hier fehlt noch das Aufräumen. Das heißt, der Klee gehört noch heraus, der Löwenzahn, der sich eingenistet hat. Und die Paradeiser, die runtergefallen sind, nehme ich dann auch noch aus dem Beet heraus. Ja, das ist jetzt ein Riesenhaufen auf der Scheibtruhe. Das sind die Tomatenpflanzen, die ich rausgenommen habe. Aber momentan ist weder am Komposthaufen noch in der Biotonne Platz. Das heißt, das muss jetzt ein bisschen Geduld haben hier. Und auf den Komposthaufen mag ich es eigentlich nicht geben, weil doch viele Pflanzen Braunfäule hatten. Und da ist mir die Biotonne lieber. Also wird es jetzt da ein bisschen noch stehen, bis es dann in die Biotonne hinein kann. Beim Ranggerüst, da habe ich jetzt ein Wintergemüse, ein bisschen Kohlrabi, ein bisschen Salat, aber der fängt jetzt zum Schießen an, weil es so warm ist. Rettich habe ich hier noch. Und den Asiasalat. Den Mangold, den habe ich jetzt schon kräftig beerntet. Der muss jetzt wieder ein bisschen nachwachsen. Die Sellerie ist auch noch da im Beet. Ich kann jetzt nicht so gut hin, wegen der Scheibtruhe mit den Paradeiserpflanzen. Aber wie ihr seht, sind das wirklich schöne Knollen. Auch der Kohl wächst super und ich habe schon ein paar Mal damit kochen können. Ich finde es toll, man kann immer die untersten Blätter abzwicken. Und der treibt immer wieder schön aus. Die meisten Ringelblumen habe ich jetzt aus dem Beet genommen, damit sie den anderen Pflanzen nicht das Licht nehmen. Die Sonne scheint jetzt doch immer weniger und das Wintergemüse soll jetzt das Licht abbekommen. Ein paar habe ich aber jetzt trotzdem stehen lassen, damit die paar Insekten, die sich jetzt noch in den Garten verirren, auch noch etwas finden. Die Kohlsprosseln, die werden jetzt schon langsam. Und da ist noch ein Federkohl. Eine Paprikapflanze habe ich noch stehen lassen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht reifen die Paprika ja doch noch nach. Da gibt es noch jede Menge Kohl und Petersilie. Die habe ich jetzt schon zweimal ganz abgeschnitten, kommt immer wieder gut nach. Da hat sich noch eine Dille selbst ausgesät und ist jetzt im Herbst rausgekommen. Die habe ich auch schon geerntet. Der Spinat ist jetzt halbwegs abgeerntet. Auch da habe ich die Ringelblumen herausgenommen. Es schaut noch ein bisschen nach Kampf aus. Ein bisschen aufgeräumt gehört hier noch. Und da ist dann die nächste Saat vom Spinat wieder drinnen. Also der wird bald wieder rauskommen. Da gibt es noch jede Menge Kohl. Die Bohnen habe ich noch nicht aus dem Beet genommen. Und zwar aus diesem Grund hier. Es hängen noch einige Bohnen dran und es ist ja noch nicht so nass oder so kalt bei uns, dass denen was passieren würde. Die nehme ich erst dann aus dem Brotbeet, wenn es wirklich friert, beziehungsweise wenn die Bohnen reif sind. Alles andere ist auch da jetzt schon aus dem Beet genommen. Da kommt jetzt der Knoblauch durch, den ich gesetzt habe. Und auch da Brokkoli und Kohl wachsen sehr gut. In den kleinen Kisten habe ich noch immer den Brokkoli stehen, weil ich ja die Röschen über den Winter weiter ernten werde. Ein bisschen Asiasalat ist da hinten und Kohlgemüse.
gelbe Mangold und rote Rüben. Wie ihr seht, treiben da auch Zwiebeln aus, die im Frühling nicht ausgetrieben sind. Die kommen jetzt im Herbst auf einmal durch. Schauen wir mal, ob die über den Winter kommen und was mit denen nächstes Jahr ist. In der Kiste sind die letzten Pastinaken drinnen. Die kleinen habe ich ja noch drinnen lassen. Die kann man dann für eine Suppe mal holen. Groß werden die nicht mehr werden. Ich habe da jetzt auch ganz, ganz kleine Kartoffeln eingegraben, weil die mir nämlich zum Auswachsen begonnen haben und wegschmeißen wollte ich sie auch nicht. Das ist halt jetzt mal ein Versuch, ob die dann nächstes Jahr wachsen oder nicht, werden wir sehen. Ja, und in der Pyramide wächst auch noch jede Menge Kohl, Kohlrabi, Brokkoli, Kohlsprossen. Und ein ganz klein wenig Spinat habe ich da oben auch noch drinnen. Aber der Großteil ist jetzt schon aufgegessen. Was ja sind rote Kohlsprossen. Bin schon gespannt, wie die, ob die geschmacklich anders sind als die grünen. Die habe ich nämlich noch nie gehabt. Und da ist noch eine Rübe. Eine habe ich erst heute geerntet. Und die lasse ich noch ein bisschen drinnen. Was haben wir da noch? Ein bisschen Krähen gibt es da, aber der ist noch nicht sehr groß. Den kann man auch über den Winter dann drinnen lassen und ernten, wenn man ihn braucht. Ausgesät habe ich da noch Knoblauch und Zwiebeln. Auch in dem Beet ist ein bisschen leer momentan. Da ist Spinat angepflanzt und auch ein bisschen Salat, Feldsalat. Die Melanzani sind jetzt endgültig weg. Und auch die Paprika und Jalapenos. Denen war es jetzt wirklich schon zu kalt. Was in diesem Jahr außergewöhnlich ist, die Rosen blühen, als wäre es Frühling. Aber ich glaube, es wird dann sicher bald plötzlich vorbei sein mit dieser Blütenpracht. Was ich heute bei der Gartenarbeit noch geerntet habe, das seht ihr da im Korb, es ist gar nicht so schlecht, es sind wirklich viele Kiwanos, es sind 5 Stück noch dran gewesen. Ein paar Pfefferoni und Chili habe ich noch gehabt. Die Melodria, die sind jetzt da ganz hinuntergerutscht. Ein paar Karotten habe ich noch gefunden bei den Paradeisern. Ein Riesenrettich, eine Rübe, Jalapenos, ein paar Bohnen und eine grüne Tomate noch. Die kann ja drinnen jetzt nachreifen, da habe ich schon einige liegen zum Nachreifen. Und der Rest, der wird jetzt dann in den nächsten Tagen einfach verspeist. Ja, das war der Gartenrundgang November bei Traumwetter. Wirklich herrlich ist es heraußen hier. Jetzt habe ich noch einen Videotipp für euch. Die Garten-YouTuber bewichteln sich in diesem Jahr wieder. Das Ankündigungsvideo dazu, das verlinke ich euch hier oben und auch unten in der Videobeschreibung. Schaut doch einfach mal vorbei, ist ein wirklich tolles Video geworden und ihr seht auch, wer alle mitmachen wird. Also, bis bald!